scheint da jemand einzubrechen. Warte mal, wir fahren mal ganz kurz hier hin. Wir dürfen nicht auffallen, wir müssen aufpassen. Und wir werden jetzt einfach hier stehen bleiben. So, es kommt auch schon eine zweite Streife dazu, wie ich gerade im Moment gehört habe. So, wir müssen jetzt äußerst vorsichtig vorgehen. Ja, Kollegen, nicht auffallen. Was ist das denn? Was machen die denn bitte? Ja, Leute, da ist ein Einbruch. Ihr könnt doch nicht hier einfach durchrasen. Noch einer? Nö. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video GTA 5 LSPDFR hier mit dem schicken BMW X5 M in der Daniel Gaming Edition auf Streife. Ja, wir sind im Moment unterwegs zu einem Einsatz oder auch ja eher unwichtigen Anruf, denn angeblich ist irgendwas passiert. Man weiß nicht was, wie oder wieso. Auf jeden Fall müssen wir dorthin fahren. Es ist wirklich als unbekannte Gefahr einzustufen oder unbekannte Dinge. Ja, fängt schon mal hier gut an. Wir am Einparken hier oder was? Hab schon gedacht, ich habe hier gerade wieder irgendwas kaputt gehen hören. So, wie gesagt, also dann einmal unbekanntes Problem. Wir sind da. Wir gehen mal hin und schauen uns das Ganze an. Mal gucken, was hier denn das Problem ist, was uns nicht gesagt wurde. Was ist mit dem los? Bisschen was getrunken, ne? Ja, Luftpolizei hier. Können wir auch mal machen. Hallo, der hat ein Messer. Ganz ruhig. Hallo, lassen Sie das Messer fallen. Lassen Sie das Messer fallen. Runter mit dem Messer. Runter mit dem Messer. Langsam auf den Boden runter. Eieieiei, Kollege. Sie leben gefährlich. So nicht. Mit dem Messer will er die Dame da erwischen hier. Gut, die haben bis gerade eben noch geredet, wie es scheint. Also es ist erst eskaliert, wo wir angekommen sind. So. Also was macht man doch nicht. Das ist so unhöflich. So, wir haben mal das Messer an uns genommen. So, die Dame wird sicher gegen sie aussagen und eine Anzeige schreiben. Da bin ich mir relativ sicher. Werden wir auf jeden Fall noch mit berücksichtigen hier. So, gut, okay. Da hinten ist die Dame. Schnell hin. Brauchen wir mal ganz kurz von ihr nämlich noch einen Ausweis. Den anderen, da kriegen wir die Identität schon raus, aber bei der Dame... Hallo, guten Tag. Ja. Kurz den Ausweis bitte. Ausweis, haben Sie einen dabei? Ich glaube, die Dame hat keinen Ausweis dabei. Gut, auf jeden Fall können Sie sich bei uns melden. Wo ist er jetzt hin? Auf jeden Fall können Sie sich bei uns melden bezüglich der Anzeige. Können Sie auch im Nachhinein noch aufgeben und dann sich bei der Wache melden. Von dem her, Ihnen noch einen schönen Tag. Oh, jetzt kommt der Ausweis auch mal. Alyssa Martin, mal schauen, ob da schon mal was vorgefallen ist. Checken wir nochmal ganz kurz hier routinemäßig ab. Ne, nichts weiter. Okay, alles klar. Sie weiß ja Bescheid. Falls sie irgendwas braucht, kann sie sich melden bei der Polizeiwache. Gut, und mit diesem kleinen Einsatz starten wir auch schon rein in unsere Streife auf der Autobahn heute mit dem BMW X5 M, wie wir schon gemerkt haben. Der kriegt jetzt erstmal einen schönen Abtransport im Mercedes E63 AMG. Und die liefern sich dann Rennen auf im Wasser, oder was? So, nicht hier. Das ist aber nicht gesund, was die machen. Eieiei. Ja gut, hat sie anscheinend schon wieder beruhigt. Ich dachte schon. Da muss ich mir ein Boot schnappen und eingreifen. Ja, wer weiß. So, gut. Und ich habe ja auch schon einige Rezensionen zu The Hunter gelesen. Zu dem kleinen Video, was wir gemacht haben. Beziehungsweise die zwei. Und auf dem ersten Video fand ich ganz lustig, dass manche Leute kommentiert haben, dass es doch total unmoralisch sei, Tiere zu töten. Aber auf der anderen Seite finde ich es lustig, weil was macht man denn in GTA 5 bitte? In GTA 5 erschießt man Menschen. Jetzt ist natürlich die Frage, was wohl das geringere Übel? Menschen zu erschießen oder Tiere? Ne? Ich meine, die Tiere, die erschießt man durch einen Zweck, ja, man isst sie. Und Menschen nicht, es sei denn, man ist Kannibale. Aber bitte jetzt, ne? Beispiele wollen wir uns jetzt mal nicht ausmalen, aber wie gesagt. So eine Sache, okay, wir kriegen eine Übertragung rein. Und zwar scheint da jemand einzubrechen. Warte mal, wir fahren mal ganz kurz hier hin. Wir dürfen nicht auffallen, wir müssen aufpassen. Und wir werden jetzt einfach hier stehen bleiben.
So, es kommt auch schon eine zweite Streife dazu, wie ich gerade im Moment gehört habe. So, wir müssen jetzt äußerst vorsichtig vorgehen. Ja, Kollegen, nicht auffallen. Was ist das denn? Was machen die denn bitte? Ja, Leute, da ist ein Einbruch. Ihr könnt doch nicht hier einfach durchrasen. Noch einer? Nö. Was ist das hier? Was war das bitte? War das jetzt hier die Einbrecherin oder was? Hallo? Schnell einen Sanitäter bitte. Okay, das ist ungesund. So, wir gehen jetzt trotzdem nochmal hin. Anscheinend haben wir hier irgendein Beweismittel. Höchstwahrscheinlich. So, wir dürfen noch nicht reingehen, bevor die Unterstützung da ist. Ja gut, dann warten wir noch kurz. Rein geht's für uns in das Haus. So, die Kollegen sind auch schon da, beziehungsweise nee, die Kolleginnen. So, wir gehen rein. Bleibt hinter mir. Hey, Polizei, auf den Boden. Gehen Sie auf den Boden runter. Ganz langsam runter. Hände da, wo ich sie sehen kann. Jawohl, zeigt sie ihnen, Mädels. Auf geht's. Jawohl, gibt sie. Jawohl, so muss es sein. Polizeiarbeit hier. Das macht ihr gut, weiter so. Ganz ruhig. Ich übernehme hier mal, ja? Bitte jetzt nicht nochmal schlagen. Danke. So, sie sind vorläufig festgenommen. Alles, was sie sagen kann, wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Was ist jetzt mit ihnen los? Heieiei, du. Gehen wir mal lieber wieder raus in die frische Luft. Ich glaube, das geht besser. So, der Herr. Wie gesagt, alles, was sie sagen kann, wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Die Kolleginnen im schicken C63 AMG fahren auch schon wieder dahin. Oh, der ist echt schick. Ja, aber ich kann auch verstehen, warum ihr den X5M gewählt habt, unter anderem ja auch für Carporn-Winner und dann auch nochmal für Fahrzeug-Winner in der Kategorie schönstes Fahrzeug, was wir ja gemacht haben. In dem kleinen Video habe ich das ja gezeigt, unter anderem. Gut. Ja, ihre Kollegen waren gerade eben schon da, ne? Die sind da unten gefahren. Aber gut, dass der Herr hier so ein schlechtes gehört, der wäre sonst direkt abgehauen. Gut, aber wir haben es soweit geschafft. Der Einsatz müsste Code 4 sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was mit der Frau da unten war, die da überfahren wurde. Ein bisschen ungesund vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. So sind die Kollegen vorhin angefahren, ja, das ist richtig. Gut, ansonsten, wir müssen jetzt da unten noch den Gerichtsmediziner holen. Das machen wir noch schnell, bevor wir dann weitermachen können, weil wir müssen hier den Einsatz auch noch vollkommen abschließen. Wir fahren jetzt mal hier rechts. Machen wir hier Blaulicht an. Weil wir hier durchaus noch zu der Leiche hinfahren und ein bisschen gefährlich. So, weil die liegt ja auch so direkt neben dem Straßenrand. So, okay. Also, die Sanitäter müssten ja schon da gewesen sein. Wir waren jetzt eine ganze Weile drin. Und wir holen jetzt hier den Gerichtsmediziner. Und da kommen wir auch schon zum anderen Thema. Und zwar habe ich ein neues Police Radio. Und zwar das ist das Police Smart Radio mit der deutschen Übersetzung. Sehr cool. Habe ich für euch mal einen Link in die Videobeschreibung gepackt. Das ist wirklich äußerst schlau. Zum Beispiel haben wir jetzt hier den Einsatz beenden Knopf. Wenn wir das machen, melden wir uns Code 4. So, und jetzt, wenn wir uns wieder das anschauen, ist der Knopf gar nicht mehr da. Also es ist immer nur das da, was man braucht. Und das finde ich sehr cool. So, gut. Gut, okay. Oh, hier. Äußerst schlaue Gerichtsmediziner. Die haben sogar aufgeklärt, wie es hier, wie die Dame hier gestorben ist. Und, ja, der letzte Mann, den sie, Todesfall, den sie untersuchen mussten, war, ja, in einer Toilette stecken geblieben, haben sie gerade gesagt. Also, die Gerichtsmediziner sind auch gut aufgesetzt, ja, heute, also immerhin. Ja, wieder eine gute und lustige Streife heute. Und, ja, gut, wir machen aber auf jeden Fall weiter. Wir schauen uns heute natürlich auch im Autobahnbereich mal ein bisschen um, was hier so los ist, was da abgeht und werden natürlich auch zu wichtigen Einsätzen so rundherum responden. Die Gerichtsmediziner haben wieder Sondergenehmigung. Schöne Sache, so muss das sein. So, und dann schauen wir mal direkt auch schon, was uns so auffällt. Ist der da hinten jetzt gerade dem reingefahren? Ja, ne? Dem roten? Der in dem kleinen Wagen da hinten, der ist 100% dem reingefahren. Ah, das glaube ich. Warte mal, wir fahren mal ganz kurz hinterher. So viel zum Reinfahren. Leute von heute, habt ihr keine Augen im Kopf?
Okay, wir fahren mal ganz kurz dahinter. Ich will sehen, ob der vorne eine Schramme hat, weil der ist 100% reingefahren. Wie schnell fährt denn der? Kann ja gar nicht sein, wie ich hier aufholen muss. Danke fürs Rausschauen. So, das Fahrzeug da war gerade eben auch nicht registriert. Ah, super. Aber der hat 100% was getrunken. Wie der gerade fährt, das ist ja nicht mehr feierlich. Aber der hat Glück, weil ein Kollege Unterstützung braucht mit dem Panic-Button. Den hätte ich so rausgezogen. Okay. Das hört sich doch mal schlimm an. So, los geht's. Schnell Beeilung zu dem Panic-Button. Einsatz, das muss wichtig sein. What the hell? Kollegen da, heute ist wirklich Halligalli. So, mal schauen. 3,5 Kilometer. Das müssten wir hinkriegen. Aber so wie sich das gerade angehört hat, mit dem Funk, den wir mitgehört haben, dann muss das echt dringend sein. So, mal schauen. Also ich muss schon sagen, der BMW X5 M ist flott und auch sehr wendig, trotz dass er ein SUV ist. Aber wenn ihr ihn haben wollt, schaut doch mal gerne bei www.topmods.de vorbei. Die Modder mit den besten deutschen Fahrzeugen, muss man einfach so sagen. Und wenn ihr, wie gesagt, jegliche deutsche Fahrzeuge haben wollt, schaut da gerne vorbei. Ich freue mich immer noch über den schönen BMW X5 M in der Daniel Gaming Edition. Im Kripo-Style, also sehr cool. Mit dem Kennzeichen natürlich, ne? Das ist das Beste an dem Fahrzeug. Kann man nicht anders sagen. Nee, Spaß. Wie gesagt, sehr cooles Fahrzeug. So, wir schauen jetzt mal, wie oder was, warum uns die Kollegen geholt haben. Oder der Kollege, das werden wir jetzt gleich feststellen. Okay, was ist hier los? Die anderen Kollegen sind auch schon unterwegs. Oh, hallo, der sticht den ab. Oh, das war der Arm von dem Falschen. So, nehmen Sie die Hände hoch, lassen Sie das Messer fallen. Ganz ruhig. So, dass der noch so gut steht nach 3 Schüssen. Ja, der ist schon ziemlich gut dabei. So, die sind vorläufig festgenommen. Gut, haben wir hier noch Schlimmeres vermieden. Ich würde sagen, wir holen aber auch mal für den Kollegen, weil wir den ja jetzt ein bisschen am Arm erwischt haben. Das scheint ihn zwar nicht zu stören, aber wir holen mal den Krankenwagen auch für den da. So, und einen Transport natürlich auch. Gut, die machen die Arbeit kurz. Dann passt es soweit. So, Transport ist unterwegs, der nimmt den mit, wunderbar. Wir sind hier Code 4, können weitermachen. Ja, kommen wir zurück zu unserer Autobahnstreife. Ich habe so das Gefühl, dass... Alter, was ist denn heute los? Wir hören schon wieder Schüsse. Dass heute die Leute ein bisschen gut aufgelegt sind. Wir haben da vorne jemanden, der hier rumschlenkert wie sonst was. Eieiei, du, was ist denn heute los? Supermarkt wird ausgeraubt. Benham Canyon. Leute von heute. Dann müssen wir dahin. Eigentlich sollten wir natürlich hier eine Autobahnstreife so ein bisschen machen. Die Leute auf der Autobahn fahren auch ein bisschen bedürftig, dass wir das eigentlich machen sollten. Aber gut, wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg zu dem Supermarktraub. Und das Ganze diesmal jetzt mit Blaulicht, ohne Sirene, um nicht aufzufallen. Wir hatten ja hier gerade eben erst einen Einbruch, also natürlich so eine Sache. Gut, wir werden hier gerade der Leitstelle dann auch den Status Bescheid geben. Wir werden jetzt auch hier die Straßen sperren müssen. Wie gesagt, ein Raubüberfall ist äußerst ungünstig. So, die Straßen werden abgesperrt. Was ist das hier? Ja, fahren Sie mal weg lieber. Ein bisschen ungesund. So, auf jeden Fall, die Nebenstraße hier muss gesperrt werden. So viel steht fest. Wir schauen mal rein, wenn wir das können. So. Wir sagen mal ganz kurz Bescheid, dass wir Hilfe brauchen. Bei unserem kleinen Raubüberfall hier. Weil alleine will ich jetzt da nicht unbedingt reingehen. Wir warten kurz, bis die Kollegen unterwegs sind. Und werden dann gleich das Ganze machen, zugreifen, mal schauen. Ah, da kommen sie auch schon. Okay, jetzt oder nie. So, mal schauen. Wir gehen rein. Ich habe nur einen gesehen, der an der Kasse war. Den haben wir direkt ausgeschalten. Mit einem guten Schuss. Mal gucken. Im hinteren Bereich kein weiterer. Wir holen die Sanitäter. Soweit sicher.
Wir sind hier Code 4. Wunderbar. So, viel Spaß da drin. Wir geben die Straßen dann wieder frei. Soweit, die Dame, die kann ja erst mal Urlaub nehmen. So, und die Unterstützung war ganz schnell da, diesmal. Eieieiei. Habt ihr direkt den nächsten Einsatz, dann müsst ihr direkt hier mit lauten Sirenen weiterfahren. Na gut, okay. Dann schauen wir mal, ob wir es jetzt hinkriegen, uns mal kurz um die Leute hier auf den Straßen zu kümmern, die es ja heute nötig haben. Unter anderem natürlich hier auf der Autobahn. Schauen wir mal nach. Eieiei, Kollege. Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Schon mal was von Vorfahrt gehört? Das ist echt gefährlich manchmal. Wir bleiben mal ganz kurz hier stehen. Ich will den Herrn mal kurz belehren. So, hey, bleiben Sie mal bitte stehen. Wollen Sie nicht stehen? Moment. So, einmal bitte stehen bleiben. Hallo? Ah, können Sie auch mal stehen bleiben. Gut. Einmal bitte Ihren Ausweis, ob Sie den Führerschein haben. Wissen Sie denn, warum ich danach frage, Mamada Diallo, Herr Diallo? Cooler Name. Führerschein gültig, anscheinend ja nicht. Ja, weil Sie gerade die Vorfahrt so ein bisschen missachtet haben, werde ich Ihnen jetzt hier erstmal eine Verwarnung ausstellen. Ticket. Ja gut, machen wir gleich $20. Oder? Dann merkt er sich's. Weil so fahren Sie mir bitte nicht. Das geht nicht. So, und was macht der da unten? Wieso fährt der am Strand? Und bremst, gibt Gas, bremst, gibt Gas. Ja, wer, who cares? Ich zeig dir gleich, who cares. Warte mal. Was macht denn der da unten? Wieso fährt der am Strand mit seinem SUV? Hey! Halt, stopp! Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Eieiei, immer dieser Sport. Aber ganz ehrlich, der muss uns so gleich wieder bremsen, weil da wieder Leute sind. Jetzt hat er den auch noch angefahren. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Nehmen wir direkt meine Waffe in die Hand. Hallo, bleiben Sie bitte stehen. Stehen bleiben. Einmal bitte aus dem Fahrzeug aussteigen. Steigen, danke. So. Ja. Auch wenn der Herr ein bisschen freizügiger unterwegs ist, den brauchen Sie nicht anfahren. Einmal bitte Ihren Führerschein, ja. So, die Tür wollte ich jetzt nicht öffnen, aber wir werden auf jeden Fall hier das Kennzeichen abfragen. CJZ927. So, was ist denn da schon wieder los? Keine Registration. Versicherung hat er zwar. Keine Registration. Das Fahrzeug ist auf Kieler Sophia registriert. Warte mal, wir brauchen nochmal ganz kurz den Ausweis, bitte. Ist das. Nee, das ist Jimmy Jim Bob. Wenn das Fahrzeug nicht registriert ist, kann es nicht auf die eine Dame, wo es gerade gesagt hat, registriert sein. War wahrscheinlich mal registriert. Führerschein ist zwar gültig, Fahrzeug ist aber nicht angemeldet. Heißt, die Kennzeichen, die sind ungültig. Sprich, das Fahrzeug darf sich gar nicht bewegen auf der Straße. Entsprechend müsste eigentlich auch die Versicherung ungültig sein, weil ohne angemeldetes Kennzeichen kann es keine Versicherung geben. Sie dürfen dann einmal hier Bekanntschaft mit dem schönen ADAC machen. Ja, whatever man. Und Sie, ja, kriegen eine Anzeige von mir. Immer diese Türen. Halt, bleiben Sie jetzt mal stehen. Ja, was machen Sie jetzt für ein Workout hier? Der wollte jetzt nicht gerade in sein Auto einsteigen. Halt, bleibst du stehen. Eieieiei. Ich wollte ihm eigentlich gerade mitteilen, dass er eine Anzeige kriegt. Hier noch, wegen Gefährdung von Fußgängern. Nicht unbedingt im Straßenverkehr, aber auf jeden Fall mit seinem Fahrzeug, weil er ja hier am Strand unterwegs war und dann noch einen angefahren hat. Und dann wird die Anzeige auf jeden Fall durch Staatswege oder auf Staatswegen erfolgen. Hallo, bleibst jetzt mal stehen? Ich schell dich gleich. Warte mal. Der erfordert hier alles Sportliche von uns. Super. Wir haben auch den besten Weg gewählt. Der läuft da komplett frei und wir müssen hier rüberspringen. Warte mal, Ich weiß ja nicht, was der für eine Ausdauer hat, aber gut. Jetzt wissen wir auch, wieso er am Strand gefahren ist. Der wollte nicht unbedingt mit uns in Kontakt kommen auf der Autobahn, wo wir ihn anhalten würden, weil uns natürlich sofort sein nicht angemeldetes Fahrzeug auffällt. So, jetzt reicht's mir langsam, Kollege. Wie läuft's sich jetzt?
Langsam gibt mir die Puste aus. So, bleib jetzt stehen. So, Kollege, nix da. Können Sie gleich die Hände hochnehmen? Ja, so sieht es doch schon besser aus. Ah, jetzt wird immer gerannt. Nach 50.000 Volt durch den Taser, denke ich, hat man nicht mehr so viel Bock, oder? So, schön langsam auf den Boden. Kollege, so nicht. Herr Jim Bob war ja, glaube ich, der Name. So, Sie kriegen jetzt erstmal ein schönes, gemütliches Plätzchen bei uns auf der Wache. Ah, da können Sie versuchen, wegzurennen. Und dann passt es soweit. So, und hier haben wir wieder die Einbrüche am Start. Ich würde sagen, zu dem Einbruch, um es rund zu machen, kommen wir auch noch. Und werden jetzt hier silent responden. Aber leider ist unser Fahrzeug ein bisschen weiter weg. Nämlich da unten, da müssen wir mal schnell hinrennen. Weiter geht's sportlich hier. Und dann, wie gesagt, noch zu der Great Ocean Highway, was ja direkt da hinten ist. Und dann werden wir hier noch den nächsten Einbrecher höchstwahrscheinlich hochnehmen. Und den letzten dann für heute. So, los geht's. Ohne Sirene, nur jetzt erstmal hier auf der Kreuzung mit Blaulicht, um den Verkehr so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen. So, okay. Jetzt müssen wir schauen, mit dem Creeper-Auto geht es ganz gut. Wieso missachten die heute alle die Vorfahrt? Mit dem Creeper-Wagen geht es ja ganz gut, nicht aufzufallen. Und zu schauen, dass wir hier kein Aufsehen erregen, natürlich. So, gut, mal schauen. Wir werden jetzt hier ein Häuschen vorher parken. So. Gut. Was ist hier los? Da hinten geht es schon wieder ab. Ich weiß echt nicht, was heute los ist, Leute. Ich weiß es nicht. So, wir werden jetzt auf jeden Fall mal Unterstützung rufen. Zumindest Code 2. So, ich nehme mal den Elektroschocker. So, Code 2, wie gesagt, ist unterwegs. Ey, da haben wir schon einen. Der nächste, der hier Spezialist im Fahren ist. Hallo, die Dame. Sie können einmal aussteigen, bitte. So, zack. Einmal raus da, bitte. Danke. So, wollen Sie stehen bleiben oder nicht? Aber die Kollegen, die bringen Sie schon zum Stehen. So, Hände hoch, dann muss ich den Taser nicht benutzen. Gehen Sie auf den Boden runter, ganz langsam. Die Kollegen dahinter Ihnen ziehen so ein bisschen mit der Waffe. Ich werde das machen, was ich sage. Der Lost MC, na dann. So, anscheinend Mitglied einer Gang hier. Wir haben die Dame festgesetzt. Und jetzt müssen wir noch das Gebiet untersuchen. Wir holen auf jeden Fall schon mal einen Transport dafür. Und wir gehen jetzt erstmal weiter und schauen, ob wir irgendwas finden können. Was haben wir hier? Reifenspuren, wir gehen mal hoch. Hier ist niemand. So, der Kollege nimmt die auch schon mit. Hier sehe ich nichts weiter. Dann gehen wir mal hier in den hinteren Bereich. Vielleicht hinter dem Haus noch weiteres, was uns Anhaltspunkte gibt. So, schauen wir mal. Vielleicht noch. Ja, Komplizin, dachte ich mir. Ah, was hat die für eine Schrotflinte? Ganz schnell fallen lassen. Die wollte nicht so. Wir brauchen mal einen Gerichtsmediziner, bitte. Wir haben hier eine Dame komplett am Boden. Die hatte eine Schrotflinte. Wir mussten natürlich hier eingreifen. Keine Chance sonst. Gut, und dann sind wir hier soweit fertig. Wir sind Code 4. Und damit hätten wir unseren kleinen Einsatz schon beendet. Der Sanitäter kann sich den direkt auch um mich kümmern hier. Brauchen wir einen, weil der Arm sieht nicht mehr so gut aus. In diesem Sinne, Leute, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal GTA 5, LSPDFR oder ähnliches. Bis dahin, Leute, macht's gut und ciao. I'm gonna wash you up.